Der kommt bestimmt gleich da rausgebrochen aus der Wand, oder? Nicht? Ich dachte schon, die Tür wäre jetzt zu, Alter. So, wir haben wieder Strom, aber das heißt ja noch nichts. Was sind das für Geräusche? Hallo? Hallo? Ich bin die Abwohnberaterin. Der Typ bleibt unten. Der Typ sitzt wieder im Rollstuhl da hinten. Unsere letzte Spur verlief sich in den Sicherheitsräumen da hinten. Ich traue hier übrigens keiner Tür, auch nicht, wenn wir schon mal da waren. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Na super, gestörte Sicherheitskameras und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Linke Maustaste, hier steht immer noch, Sie lügen. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. Ach, was? Ach, nö. Vom Priester verschleppt? Das ist mir schon seit dem Knabenchor nicht mehr passiert. Entschuldigung. Au. Na, aufwachen in der Gummizelle. Die Kamera hat er mir gelassen. Wie oft ist mir das passiert? Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Natürlich machen wir das. Benny hier, was? Benny hier, follow Tuddes. He did not kill his enemies. Oder he did not kill his enemies. Vielleicht so rum. They clean the street. Kann ich gar nicht lesen, weil das so durcheinander ist alles. Rest in peace, natürlich, natürlich. Rest in pieces, natürlich, natürlich. Und wir... Mord unter Hypnose kennen wir schon. Vollziehungsbefehl kennen wir auch. Notizen, Vater Martins Zelle. Der Priester, Vater Martin, hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Na, das kann ja noch heiter werden. Kein Schlaf mehr. Ich glaube, das hängt mit diesen hypnotischen Tests zusammen, die alle erdulden mussten. Wir sind im B-Block. Und wir halten natürlich alles für die Nachwelt fest.
Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr ich nicht hier sein möchte. Und ich bin froh, dass es nur ein Spiel ist. Seen a ghost. Be back, no more sleep. Was tun die alle hier? Ich trau den allen nicht. Okay, da kommen wir nicht rein. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwo Batterien in den Zellen finden, aber zumindest absuchen sollte man sie trotzdem. Ich hab mich nicht erschrocken. Das ist eine coole Reaktion von mir, wenn ich locker bin. Verdammt. Okay, hier kommen wir nirgends durch. Das Schlimme ist, ich traue jetzt keinen Typ mehr in Rollstühlen. Also generell, auch im richtigen Leben. Seit neulich. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Need no more space. Alone. Leave me alone. Ich glaube, den lasse ich mal in Ruhe. Die Frage ist aber, wo kommen wir jetzt weiter? Hey. Ist der Priester vielleicht der Wahnsinnige? Ich meine, der hat uns hierher gebracht und alles, aber das Militär kommt gerade rein. Der Priester hat also die Macht über die Leute hier, das haben wir ja schon verstanden. Den lassen wir lieber in Ruhe. Da ist nichts, kommen wir hier raus vielleicht. Der eine Typ ist doch vorhin irgendwie in eine Zelle reingelaufen, unten. Vielleicht kommen wir da dann raus, ich weiß es nicht genau. Was steht da? God always? God always provides a way. Follow the blood. Na, scheint eine sehr blutige Religion zu sein und ich frage mich, ob wir hier durch... Wir müssen ja hier irgendwie durch eine Tür durch, oder? Da nicht. Aber wohin sollte die Tür auch führen? Du bist jetzt auf YouTube? Ach du Scheiße. Okay. Drücke linke Maustaste zum Verstecken. Ich will mich hier gar nicht verstecken, ehrlich gesagt. Wie geht's denn hier weiter? Da ist jetzt... Ah... Ich wurde nicht durch.
Was? Wo? Was? Ich bin der Kranke, genau. Ich muss kurz neue Batterien. Alter, ich will hier nicht weiter durch. Das Schlimme ist, sind wir nicht auf der Seite, wo die beiden am Gitter standen? Nee. Da stand ja Gott irgendwas, bla bla bla. Bewege dich zu einer Kante hin, um dich daran festzuhalten. Das können wir natürlich gleich machen. Wir gucken uns aber erstmal ein bisschen um hier, bevor wir über die Kante klettern. Okay, hier gucken wir uns nicht sonderlich viel um. Hey! Hey, you... Oh, I... Okay, da kommen wir ja eh nicht durch. Halt, hier nochmal. Ach du Heiliger. Und hier kam man nicht durch, ne? Ich will gar nicht wissen, was er da gemacht hat. Das ist wahrscheinlich nicht das Perverseste, was hier vor sich geht. Okay, wir müssen jetzt versuchen, da über die Kante irgendwie rüber. Das Schlimme ist, wir kommen jetzt dahin, wo die beiden Typen standen. Was? Jetzt sind wir hier, wo die beiden Typen gesagt haben, sie würden Jagd auf uns machen. Folge den Blutspuren zum Ausgang. Halt, war da eine Batterie? Ja, da war eine Batterie. Ich werde überall nach Batterien suchen, denn ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, wo uns die ganz schnell wieder ausgehen. Wenn wir wieder irgendwo im Keller landen. A-Block. Okay, ich glaube, wir lassen die mal lieber. Diamond Ring, Diamond Ring. Was? Durch den Abfluss. Mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Ach, down the drain. Ich dachte Diamond Ring. Eine Akte. Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört ja zu den weniger schrecklichen Dingen. Das war aber noch nicht. Helen. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient, Martin Archambault, hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen.
Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ich will da nicht runterspringen. Der scheiß Priester hat uns zu den Irren verfrachtet. Und jetzt hängen wir hier mit den ganzen Bekloppten, mit diesen ganzen Psychos irgendwo in ihren Zellenblöcken rum. Zwei davon wollen uns aufschlitzen und noch dazu wieder so ein schäbiger Cut. Es ist doch unglaublich. Und ich glaube vor allem die zwei, die uns aufschlitzen werden, die sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich nicht so sehr drauf. Dann ja, bis später. Tschüss.